Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen und bedanke mich natürlich fürs Reinschalten und fürs fleißige Bewerben der so glorreichen letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge die erste Mission für die Final Fantasy Quest-Reihe gemacht. Und heute haben wir diese Feline-Mission hier, denn ich habe es munkeln hören, dass es sich eventuell um den Witcher handeln könnte bei dieser Mission. Ich bin gespannt, wir sprechen die Guten mal an. Ah, der Saphirstern, der Jäger, nach dem wir gesucht haben. Bitte, du musst mit uns zur Forschungsbasis zurückkommen. Und die alte Lyanna-Expertin möchte mit dir reden. Weißt du, wir waren auf einer Safari, als uns plötzlich ein Schnurtruppler, den wir nie zuvor gesehen haben, zur Basis zurückgefolgt ist. Er hat ein richtig angsteinflößendes Gesicht, schlimmer als deins, aber er hat nicht versucht, uns zu fressen. Die alte Expertin wusste auch nicht weiter, also sind wir hergekommen, um jaute Hilfe zu finden. Aber Astera ist fällig groß und jeder ein Riese. Dem Himmel sei Dank, dass du uns gefunden hast. Jäger, leih uns eine Pfote. Wirst du mit zur Forschungsbasis zurückgehen? Okay. Jo. Bitte, Jäger, komm mit uns zur Forschungsbasis zurück und hör dir an, was die Lydianer-Expertin zu sagen hat. Ja, mach mal. Vielen Dank, Jäger. Machen wir uns auf die Pfoten. Falls der Velkaner in der neuen Welt ist, sind das wichtige Neuigkeiten. Und nicht von der guten Sorte. Es ja, ist uns, das ist jetzt aber eine Sache, wird Expertin die zur Hauptquest führen. Auf und, schauen uns um. Und das hat jetzt gerade nichts mit dieser Quest zu tun, also Ruhe. So, Lyanna-Expertin. Oh, Jäger, ich bin froh, dass du hier bist. Ach so, sie spricht. Aber auch mehr nicht. Siehst du diese seltsame Kreatur da drüben? Die ist plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Aha. Sie muss der Schnurrtrupp-Safari im uralten Wald gefolgt sein und es bis hierher geschafft haben. Okay. Ich habe herauszufinden versucht, was sie ist, aber aufgegeben. Ich habe keine Ahnung. Sie spricht nicht einmal. Das ist jetzt ja sehr, sehr gut. Ich habe einfach aufgegeben. Ich zweifle langsam, dass sie von dieser Welt ist. Oder dass sie lebt, um ehrlich zu sein. Was immer sie ist, ist außerhalb meines Fachbereichs. Man sollte den Kommandanten darüber informieren. Ich schicke gleich eine Feline, um ihn zu holen. Würdest du bitte hier warten, bis er kommt? Ein ungewöhnlicher Fall, gelinde gesagt. Ich bin neugierig, was daraus wird. Okay. Ich auch. Ich weiß, was es ist. Ich denke, ich verstehe die Situation. Allerdings weiß ich nicht, wie sie einzuschätzen ist. Wir sollten sicherheitshalber nicht zu nah ran. Aber dem Aussehen nach zu urteilen, ähnelt keines seiner Merkmale dem, was wir als Lebewesen bezeichnen würden. Sagst du etwa, diese Kreatur könnte aus einer anderen Welt stammen? Ach, das scheint in letzter Zeit ja häufiger zu passieren. Das stimmt. Ich glaube, dass wir die Antwort darauf im uralten Wald finden könnten, wo sie zuerst gesehen wurde. Es gibt so viele Faktoren, die sich unserer Kenntnis entziehen. Diese Untersuchung erfordert äußerste Vorsicht. Es wird wohl eine Weile dauern, der Sache auf den Grund zu gehen. Wenn es nur jemanden gäbe, der genau weiß, was das war. Es gibt jemanden, der das weiß. Der weiße Wolf. Da ist er ja. Na, schon wieder. Verdammt, oh, mit Sprachausgabe. Und die Leute wundern sich, warum ich die hasse. Moment, ihr seht mich nicht als Feind? Wie geil! In der neuen Welt, der Forschungsbasis der dritten Flotte. Und du bist? Geralt von Riva, Hexer. Hab ein Monster im Wald verfolgt, als ich, hierher transportiert wurde. Eine Art Magie muss mich in diese Welt gebracht haben. Toll. Magie? In unserer Welt? Das klingt wie aus einem Märchen. Was du sagst, ist schwer zu glauben. Aber was wir gerade gesehen haben, lässt uns wohl keine Wahl. Ein Necker? Sieh an, sieh an. Die kenne ich recht gut. Wie ist der hierher gekommen? Der kam aus dem uralten Wald. Wenn wir dahin gehen,
Finden wir vielleicht heraus, warum du und der Neckar in unserer Welt seid. Ich fürchte allerdings, dass Monster aus einer anderen Welt die Möglichkeiten der Forschungskommission übersteigen. Ich sag dir was. Ich bin zufälligerweise ein Monsterjäger, also kann ich mich um euer Problem im Wald kümmern. Das kostet natürlich etwas. Gut, wir zählen auf dich. Wie geil ist das denn bitte? Aber ich glaube, es ist nicht die richtige Synchro aus The Witcher 3 Wild Hunt. Ich glaube, es ist nicht... Es kommt sehr, sehr nah ran, aber ich glaube, es ist nicht die richtige Synchro. Aber wie arschgeil ist das bitte gemacht? Punkt 1. Diese Kreatur ist ein Neckar und nicht aus unserer Welt. Das wissen wir ja schon. Punkt 2. Der Neckar wurde irgendwie aus seiner Welt in den uralten Wald transportiert. Punkt 3. Der Neckar ist nicht angriffslustig, das ist auch nicht normal. Punkt 3. Was immer diesen Neckar und unseren Hexerfreund in unsere Welt gebracht hat, bleibt unbekannt. Die Bestie wurde wohl ebenfalls durch ein ähnliches Portal hierher transportiert und ist so in eurem uralten Wald gelandet. Vielleicht ist es doch die richtige Synchro, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, also die kommt dem schon sehr nah. Vielleicht ist einfach nur irgendwie, keine Ahnung. Sollte man sich mal genauer ansehen. Muss ich sonst noch was wissen? Wie belanglos es auch erscheinen mag. Da du es erwähnst, es gab kürzlich Berichte über eine ungewöhnlich große Zahl an Ekelgeiern. Das sind aasfressende Vögel mit schwarzem Gefieder. Aasfressende Vögel? Das wird spaßig. Die Kommission wird dich so gut es geht unterstützen. Ich habe schon Forscher losgeschickt, um die Sache zu untersuchen. Nett. Wenn du sie im Wald triffst, zögere nicht, sie um Hilfe zu bitten. Danke. Normalerweise würde ich dich mit so etwas beauftragen. Aber angesichts unseres Wissensstandes gebe ich dieses Problem in die Hände des Hexers. Das bedeutet jedoch nicht, dass du rumsitzen kannst. Unsere Aufgabe ist es, den Hexer mit allem zu versorgen, was er zur Lösung dieser Situation braucht. Bedeutet das jetzt, dass ich gar nicht mich spiele, sondern Geralt? Jawohl! Überlass das ruhig mir, Jäger. Ich kümmere mich drum. Versprochen. Möchtest du Geralt von Riva helfen? Du wirst als Geralt von Riva spielen. Oha! Maleffekte. Wie krass ist das denn? Wie cool! Oh, ich freue mich. Wie geil! Wie geil! Das ist gemacht wie bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir haben jetzt auch... Wir haben die Igni-Zeichen! Ach, wie cool! Gebratene Steak, Astera-Jerky. Wie geil ist das? Wie geil ist das denn bitte gemacht? Ein Kommissionsmitglied. Ich sollte mit ihm reden. Oh ja, definitiv. Hallo. Es ist mir eine Freude, Meister Hexer. Ich bin einer der Schmiede der Kommission. Der Kommandant hat mir befohlen, mich hier niederzulassen und sicherzustellen, dass ihr alles Nötige bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause Waffen wie diese habt, aber ich habe eine Auswahl unserer besten Stücke zusammengestellt. Wenn ihr Ausrüstung wechseln wollt, kommt zu mir und ich versorge euch mit dem, was ihr braucht. Oh. Knochensensenmann. Doppelkling? Starke Beile. Schwert und Schild, Hexers Silberschwert. Ah. Warte mal. Kraftschmetterer. Das Langschwert ist wie folgt. Ja, ist ganz gut. Hat Schlaf. Die Morph-Axt. Ich glaube, ich nehme die Morph-Axt mit. Spiel mal Morph-Axt. So, warte mal. Ah, okay. Ja, okay. Wir haben also nicht unsere ganz normalen Hexerschwerter, sondern wir benutzen quasi die Waffe des... So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich frage mich, welche Art von Tränken damit gemacht werden können. Uralter Wald, hm? Sieht wie ein Ort aus, an dem man sich leicht verläuft. Ich sollte der Karte folgen und versuchen, die Kommissionsmitglieder zu finden.
Gegenwärtige Position, interessante Orte. Hiermit werde ich mich besser zurechtfinden. Ah, und hier finde ich die Kommissionsmitglieder. Ah, okay. Nice. Finde ich cool. Ist ja richtig cool gemacht. Das ist jetzt wie so eine Open-World-Quest-Station aufgebaut. Kann ich jetzt hier Nebenquests machen? Ein Kommissionsmitglied. Die könnte etwas wissen. What the hell, wie geil ist das denn? Dieses Monster wurde übel zugerichtet, so wie ich das sehe. Ganz richtig. Hä? Moment. Bist du nicht... Geralt, ich bin Hexer. In meinem Beruf sehe ich eine Menge Leichen. Richtig. Der Hexer. Der Kommandant sagte, du wärst hier irgendwo. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Nun, ich sammle Informationen über kürzliche Vorfälle im Wald. Ich habe das Gefühl, der Kadaver steht damit in Verbindung. Grundgütiger, du könntest recht haben. Das Monster ihre Beute so zurücklassen, habe ich noch nie gesehen. Ich würde mir gern den Kadaver ansehen, wenn es dir nichts ausmacht. Wenn wir jetzt, das mal an. Wenn wir jetzt Hexersinne benutzen können, um den Kadaver anzusehen, wie geil ist das dann bitte? Oh mein, ich habe sogar Auswahlmöglichkeiten wie in The Witcher 3 Wild Hunt. Alter, ohne Scheiß, Capcom, Chapeau. Wie geil ist die Mission denn bitte? Der Kopfform nach zu urteilen, wohl ein Pflanzenfresser. Richtig, ein sogenannter Aptonot. Sehr sanftmütig. Sie sind gewöhnlich in Herden unterwegs. Sind die immer so groß? Ein ziemlicher Schmaus für Raubtiere. Ja, bei größeren Monstern sind die sehr beliebt. Und bei uns auch. Sie sind sozusagen ein Leckerbissen. Aber ja, es ist nicht ungewöhnlich, hier und da einen Aptonot-Kadaver rumliegen zu sehen. Wie geil er das gemacht. Ich feiere das gerade so, Freunde. Der Körper ist von Stichwunden übersät. Grundgütiger. Von etwas Kleinem und Spitzem. Schnäbel. Und zwar viele. Sieht aus, als hätte ein Schwarm gemeinsam angegriffen. Es könnte der Schwarm sein, von dem gesprochen wurde. Gebrochene Knochen, geschwollene Muskeln. Er ist vor etwas weggerannt und dann hier zusammengebrochen. Aptonot rennen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Die ganze Herde rennt dann an einen sicheren Ort. Hier sind keine anderen Aptonot. Was immer diesen angegriffen hat, hat gewartet, bis er von der Herde getrennt war. Schlau. Weggehen. Ach, wie geil! Er wurde von einem Vogelschwarm angegriffen, nachdem er von der Herde getrennt wurde. Von vielen Schnäbeln attackiert ist er um sein Leben gerannt und hier tot zusammengebrochen. Das ist so seltsam. Ich habe in diesem Wald noch nie Vögel lebende Monster jagen sehen. Das ist beispiellos. Ich hoffe, das wird kein neuer Trend. Ich durchkämme das Gebiet. Vielleicht finde ich mehr Hinweise. Gut, ich werde hier sein, falls du was brauchst. Ich sollte mir die Umgebung des Kadavers ansehen. Vielleicht finde ich Spuren. Alter, als ob ich jetzt... Wie geht das? Warte mal, ich kann doch bestimmt... Ey, wie geil ist das gemacht? Also Freunde, The Witcher 3 Wild Hunt werden wir übrigens auch noch spielen. Ich weiß nicht, ob es ein Streaming-Projekt wird oder ob es wirklich ein Let's Play wird, aber das werde ich auf jeden Fall auch noch spielen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Das ist eines der besten, mit Skyrim eines der Schwarze besten... Schwarze Federn. Von den Vögeln, die den Aptonot angegriffen haben. Muss so sein. Ist eines der besten Rollenspiele überhaupt. Wenn ich die zurückverfolge, sollte ich herausfinden, wo er angegriffen wurde. Wie geil ist das gemacht. Jetzt ist das ist wirklich wie bei The Witcher. Da folgt man auch so diesen roten Spuren immer. Um dann herauszufinden oder jemanden zu finden, der da vielleicht irgendwo war, etc. Richtig, richtig geil gemacht. Diese Fährtenleserei quasi. Ist das stark. Da hinten sind Federn. Beziehungsweise ist ein Schwarm. Hier ist ein weiterer toter Aptonot. Schwarze Federn. Und die Wunden. Passt zu dem Kadaver von zuvor. Der Schwarm hat gemeinsam angegriffen. Muss ich diesen Schwarm jetzt bekämpfen? Sie einzeln zu töten wird nichts bringen. Aua. Ich könnte sie jedoch alle mit Igni verbrennen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Habe ich gerade probiert. Komm her. Kommen die immer wieder?
Ist das Geier mit dem Igni. Au. Muss ich warten, bis sie mich angreifen? Einige Zeit später. Grundgültiger. Alles in Ordnung, Hexer? Mir geht's gut. Die schwarzen Vögel sind wohl die Übeltäter. Ekelgeier. Das sind Aasfresser, die sich an dem erfreuen, was große Monster übrig lassen. Normalerweise sind sie harmlos. Ich kann nicht glauben, dass die einen lebenden Abtonot angreifen. Das ist ja ultra geier gemacht. Warum dieser Beruf? Warum hast du dir diesen Beruf ausgesucht? Ich liebe Lebewesen aller Art schon seit ich klein war. Das und weil es total einfach ist. Ich erspare dir die Details. Kurz gesagt, eines Tages zog ich los nach Fröschen und Schnecken suchen. Und ehe ich mich versah, bin ich hier gelandet. Ist wie Zauberei, nicht wahr? Ich schulde alles meinen Forschungspartnern, die immer so geduldig mit mir gewesen sind. Kann ich verstehen. Solche Leute gibt es auch in meiner Welt und in meinem Leben. Die sind zu gut zu mir. Ohne sie wäre mein Leben nicht, was es heute ist. Es ist so krass, man muss sich das mal vorstellen. Man hat ein fertiges Spiel, in welches man einfach neue Quests einbaut. Und so eine Questreihe wie das jetzt hier mit Geralt von Riva, mit The Witcher 3 Wild Hunt, das beansprucht unglaublich Ressourcen und unglaublich Zeit. Es ist alles vertont. Sie haben neue Spielmechaniken eingebaut, wie dass ich jetzt Gespräche führen kann. In letzter Zeit es ist unfassbar. Besonderes aufgefallen, etwas Ungewöhnliches. Nun, ich glaube, ich habe ein neues einheimisches Wesen gesehen. Nur ein Necker, möglicherweise. Kleine, humanoide Kreatur, hässliches Grinsen im Gesicht. Du hattest Glück. Hätte er sich für stärker gehalten, hätte er dich ohne zu zögern angegriffen. Da du es erwähnst, er hatte etwas in seinem Gesicht, um den Mund. Als ob er gerade etwas gegessen hätte. Dieser Wald strotzt vor Leben. Es gibt eine komplexe Nahrungskette, die sich ständig verändert. Ich frage mich, ob der Necker nicht mehr angreifen muss, weil er auch so genug Essen gefunden hat. Das ist eine gewagte Annahme. Würde aber erklären, warum dieser nicht aggressiv war. Sonst sind sie das. Ich habe ihn schon eine Weile nicht gesehen. Ich frage mich, wo er hin ist. Hat vielleicht meine Gegenwart gespürt. Gefahr. Ist weggerannt. Sobald ich hier fertig bin, kommt er womöglich zurück. Wenn er es tut, werde ich ihn von unserem besten Jäger fangen lassen. Es ist so cool. Es ist so cool gemacht. Okay, ich muss mal ganz kurz eben was schauen. Moment mal bitte. Okay, erzähle mir mehr über die Egergeier. Würdest du... Diese Vögel haben auch mich angegriffen. Hast du eine Idee, warum die plötzlich aggressiv geworden sind? Um ehrlich zu sein, ich bin so ahnungslos wie du. Es sei denn, es gab eine Art externen Faktor. Etwas bedeutend genug, um eine plötzliche Veränderung im Ökosystem zu verursachen. Etwas, das sie an den Rand des Verhungerns gebracht hat, zum Beispiel? Genau. Das scheint aber wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Hast du gesehen, wie sie geflogen sind? Im kompletten Einklang. Es war wie ein einziges großes Scharmonster. Ich habe im Wald länger einheimische Wesen erforscht, als ich zugeben möchte. Aber ich habe sie noch nie so etwas tun sehen, als ob sie von etwas manipuliert wurden. Ja, ich könnte mir fast vorstellen, um was es sich da handelt. Sei vorsichtig da draußen, Hexer. Klarer Fall. Das ist das Werk von etwas, das Magie nutzen kann. Mächtige Magie. Ich muss herausfinden, was das ist. Vielleicht finde ich ja ein anderes Kommissionsmitglied. Oh ja, Freunde, aber das versuchen wir in der nächsten Folge zu finden. Ich danke fürs Reinsehen, hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtungen dalassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und natürlich wieder eure geilen Worte in die Kommentarsektion reinspammen. Ich danke, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle schön gesund. Ciao, ciao.